Also. Ich weiß nicht, wie lange dieses rituelle Ding von dir dauert, je nachdem. Ja, also Vermutlich nicht viel länger. die Reinigung selbst ist nicht so zeitaufwendig, das geht recht schnell, aber die Meditation und die Kontaktaufnahme mit ihm kann durchaus langfristig dauern. Ich habe, als ich beim letzten Mal in der Nähe von Romulus unter dem Fluss durchgelaufen bin, 4 Stunden meditiert. Ich wäre dafür, wir gucken uns erstmal diese Höhle an und schauen, wie schwierig sie zu begehen ist und welche Schwierigkeiten uns aber auch dort erwarten und ob wir den Wagen mitnehmen können. Dann können wir immer noch entscheiden, ob wir durch den Fluss, über den Fluss oder unter dem Fluss lang gehen. Zur Not verlieren wir einen Tag, den wir dann in die falsche Richtung laufen müssen. Ich denke, das ist nicht allzu schwierig. Diese eine Tagesreise werden wir wohl hinbekommen, aber das ist ein tiefes, feindes Land und wir werden dort sicherlich mit einigen Untoten kämpfen müssen. Aber Fürs wenn ihr in die Kämpfen haben wir. Dämonenhöhle wollt, können wir auch in die Dämonenhöhle gehen. Ich halte das nur für eine bescheuerte Idee. Wir wissen nicht, was es für eine Höhle ist. Abelmir, wenn ihr Sie jetzt hat. nochmal argumentieren wollt, dass die Höhle, die auftaucht, nachdem die Nekromanten hier angekommen sind, die gute Höhle ist, dann seid ihr sehr dämlich. Wir wissen. Faerion, mein Freund, was wisst ihr über diese Brücke aus Holz? Wie ich bereits sagte, auch der Wald hat seinen Teil eurer Stadt wieder an sich genommen. Natürlich wuchs er dazu, um diesen Zweck über den Fluss hinüber. Meint ihr jetzt direkt bei Wehrheim? Oder wo meint ihr das? Diese. So wie ich das verstanden habe, eine Stadt, die vom Zerzal geplagt ist, das wäre Wehrheim. Und wir hatten ja davor schon mitbekommen, dass auch der Wald, also das Leben dort mit dem Unleben gegeneinander. Natürlich nicht, wie gesagt, in der Stadt greift nur noch der Tod um sich. Es sind, ich weiß nicht, wie ihr es beschreiben würdet, aber es ist etwa eine gute Viertelstunde zu Fuß. Haben wir ein Konzept einer Viertelstunde? Vermutlich nicht. Ich schließe mich da euch jetzt einfach an. Ihr seid die Magier. Wenn ihr sagt, wir gehen in die Dämonenhöhle, dann gehen wir in die Dämonenhöhle. Wenn ihr sagt, wir gehen dem Elfen hinterher, gehen wir dem Elfen hinterher. Entscheidet euch. Mir ist Wollen wir es einfach egal. abstimmen? Ich glaube, Jedenfalls am sinnvollsten. fern dieser Stadt wirkt, ihr nennt sie Sumu. Oh. Deswegen greift dort der Tod nicht hin. Der Wald kann sich ausbreiten. Natürlich, natürlich. Dort, wo Sumo wirkt, dort ist alles wunderbar. Ja, Boltax, dann sagt doch, wofür ihr seid, und dann entscheiden wir einfach. Also, ich bin ja persönlich immer, wenn wir schon unter Tage gehen können, ich als Zwerg nun auf der anderen Seite, wo der Humus ist, da zieht es mich natürlich auch hin. Ah, so schwer, so viele Möglichkeiten. Aber ich muss meinem Herzen nachgeben. Lasst uns unter Tage gehen. Ich denke, das ist die sinnvollere Möglichkeit, denn da wissen wir garantiert, dass es einen unten drunter durchführt. Der Brücke haben wir zwar gehört, aber wir haben keine Sicherheit. Ich habe sie gesehen. Und woher wisst ihr, dass das Ding da unten drunter herführt? Das Einzige, was hat er da vorne gesagt? Und er hat das auch selber nicht erlebt, sondern nur gehört. Gerüchte aus dem Norden von Flüchtlingen, die ihr Glück versucht in die Finstermark zu kommen und dann gescheitert sind im Kampf gegen die von Mersing. Flüchtlinge aus dem Norden wollten im Finstern. Einfache Söldner oder ich würde sie eher als Bauern klassifizieren. Sie haben sich verschiedenen Kriegsfürsten angeschlossen, haben dann an den Dergelauen oder an Pulsahain gekämpft und haben dann bittere Verluste einstecken müssen, sind da zurückgerumpelt und haben dann ihre Wunden wieder geleckt. Ich hatte nur kurz die Gerüchte aufgeschnappt von den Soldaten, die sich bei Drohlenhorst gesammelt haben, dem Barchun-Oberst. Aber ist ja auch egal, du hast für die Höhle gestimmt. Aber mir, was willst du machen? Natürlich für die Höhle. Es ist wesentlich angenehmer, als durch einen Fluss zu warten. Isarun? Wir sollten uns die Höhle zumindest ansehen. Höhle. Ja, dann hat die Höhle ja schon gewonnen. Dann gehen wir in die Höhle. So fern von Licht und Wind zu sein, ist nicht meine Natur. Aber ich will euch doch wenigstens bis dorthin begleiten. Höhle, Höhle, Habt ihr Angst im Höhle. Dunkeln? Ich bitte euch. Oder verhöhlen?
Ich hoffe, dort gibt es keine Ghule. Ich hasse Ghule. Nur ein paar Spinnen. Ach, die sind nicht so schlimm. Dort unten kann man den Wind nicht fühlen. Dort wiegt sich kein Gras und dort... Ja, aber dort unten kann man die Erde fühlen, das Erz, die reine Dominanz eben dieses Elementes. Man kann praktisch spüren, wie die Adern Sumos den Fels durchdringen. Oh, ist das nicht wundervoll? Wie der kleine Bartmummler sagt, das ist eher die Domäne seines Volkes, die in toten Steinen hausen und Gold aus der Erde reißen und doch kein bisschen weiser geworden sind davon. Wir hausen nicht in toten Steinen. Steine sind niemals tot, sie sind auch ein Element. Das ist euch doch bewusst. Nun, ein totes Element. Nein. Sie sind unbelebt, aber nicht tot. Das Konzept können wir gerne einmal anders erläutern, aber ich glaube, das übersteigt jetzt. Ich bin mir sicher, dies würde mir gefallen. Ja, wunderbar. Also gut. Lasst uns kurz, bevor die Sonne ganz untergeht, überlegen, wie wir hier nächtigen in diesen Ruinen. Habt ihr eine Idee? In den Wagen dahin und schlafen. Warum wolltet ihr denn gerade in diesen Ruinen nächtigen? Hier gibt es doch nichts mehr, das lebt. Nicht einmal jemand eures Volkes. Warum nächtigt ihr nicht im Wald? Hier ist doch gar kein richtiger Wald in der Nähe, oder meint ihr diese Baumgruppe dort? Nun, er ist gar nicht sehr weit in diese Richtung. Ja. Das heißt gar nicht sehr weit. Vielleicht einen Tag lang, einen halben eher. Ja, aber wir müssen doch jetzt übernachten. Müsst ihr? Warum? Naja, wir können nicht im Dunkeln sehen. Oh ja, das Konzept habe ich bereits gelernt. Die Elfen müssen nicht schlafen. Jetzt gar nicht? Ziemlich interessant. Nein, also ich weiß nicht genau, ob es sowas wie ein Maximum gibt oder so, aber laut meinen Informationen können sie auf Schlaf verzichten. Für viele, viele Tage. Und doch ruhen natürlich auch wir. Sagt, träumt ihr auch oder träumt ihr nicht? Also, seid ihr wie die Menschen oder seid ihr wie die Zwerge? Ich glaube, das ist eine, wie ihr bereits sagtet, Geschichte, die jetzt zu erzählen, doch über die Zeit hinausginge. Und was macht ihr, wenn ihr nicht schlaft? Alltags, ich glaube, das ist so etwas wie eine Beleidigung. Ihr solltet einen Elfen nicht fragen, ob er träumt. Warum? Ich glaube, sie gehen wieder zurück in den Traum, wenn sie ins Licht gehen oder so etwas. Ah, aber... Das ist so, als würdet ihr fragen, wann ihr sterbt oder so. Ach so, aber ist das nicht... Na gut. Ich verstehe. Ja, aber wenn wir doch in den Ruinen nächtigen, die sind doch eh alle abgebrannt. Wir stellen den Wagen dahin, schlafen, fertig. Oder noch jemand andere Erleuchtung in der Richtung? Und, nein, und tatsächlich nicht. Wir sollten uns nicht zu weit in die Stadt hineinwagen. Sie bieten uns etwas Sichtschutz. Die Ruine. Wir stellen Wachen auf und wenn irgendwas kommt, bringen wir es um. Bei euch klingt das immer so einfach. Naja, es ist ja auch einfach. Der war es ja auch immer einfach. Seraphim, der ist groß und stark und haut drauf wie 5 Zwerge. Nehmt das als Kompliment. Ja, komm, aber dann lenkt doch mal den Wagen da vorne hin. Rosinante. Ja, so könnt ihr euch in diesem abgebrannten Markt Langtal und nicht unweit von dem Rittergut auf die Straßen legen, beziehungsweise an die Ruinen, an den Wagen heran, so dass ihr da irgendwie noch sowas ja, von Wind geschützt seid, von einer Sichtlinie. Wollt ihr Wachen aufstellen? Ja, aber klar. Ich biete mich da jetzt nicht an, aber ich wache von alleine. Wie wollt ihr das absprechen? Okay, wer übernimmt die erste Wache? Ja, das macht dann eh. Voltags, wer übernimmt die zweite Wache? Nein, wartet, es wäre klüger, wenn ich eine der späteren Wachen übernehme. Ja, dann nehme ich besser die erste. Als ihr. Dann nehme ich die zweite Wache. Gut, das heißt, ihr werdet allesamt irgendwie Wachen auftreiben können und dementsprechend dann ja so ein kleines Feuerchen machen, oder wie hättet ihr es gerne? Besser nicht. Besser nicht, dann sitzt ihr im Kalten. Ja, in so Decken. Ja, ich hole einen Wagen raus und spiele ein fröhliches Liedchen.
Gleich Feuer machen. Jetzt nichts irgendwie bedeutsames, einfach eine Wandermelodie. Schön laut. Ja, ein magisches Elfenlied, ne? Lied der Freundschaft oder so. Nee, wie gesagt, einfach ein ganz profanes Wanderlied. Was hast du, eine Flöte? Eine Flöte, genau. Meine ist das dein Seeleninstrument? Das ist mein Yama. Ein Yama. Ja, und so könnt ihr den Klängen von Mendari und Federbringer lauschen, der dann sein Lied in den Wind trägt und das Yama nutzt. Wer hatte die erste Wache abseits von Mendario? Ich. Du. Die anderen können in einen traumlosen Schlaf fallen. Für Boltax ist das ja so oder so gang und gäbe. Aber Abelmir, Boltax, Yaras und Rafim. Ihr könnt bemerken, wie ihr, wenn ihr irgendwann langsam weggedöst seid, euch löst von eurem Körper. Ihr schwebt nicht nach oben, sondern ihr seid einfach jemand anders. Ihr befindet euch grob 5-6 Meter über der Luft, schwebt und schaut dem Elfen zu, wie er sein Lied pfeift. Ihr könnt sehen, wie Abelmir, wie Iseron dort sitzt. Ihr bewegt euch ein bisschen. Flatternde Bewegung. Ist es wie in dem Tempel an den Rachentagen bzw. den namenlosen Tagen, als wir auch immer fliegen konnten? Nein, es ist anders. Ihr wisst genau, dass ihr jemand seid. Jemand wart. Ihr wisst, dass ihr in der Seelenmühle zerkleinert wurdet. Nun beschworen wurdet. Ihr sitzt dort verfaulend und verwesend, flatternd über dem Elfen, über Iseron und betrachtet sie. Nehmt all die Informationen auf. Wesend. Kann ich mich aktiv bewegen? Du kannst dich nicht aktiv bewegen. Du bist gefangen, eingesperrt. Und wenn du versuchst aufzuwachen, du siehst dort unten deinen Körper. Du siehst, wie du dort schläfst. Du kannst Boltax so ein bisschen schnarchen hören. Versuchst dich wieder zu lösen, versuchst aufzuwachen, versuchst vielleicht auch sowas wie in Panik zu geraten, damit du Meldung machen kannst, dass über dir irgendwas sitzt. Vielleicht so etwas wie ein Otongi. Aber normalerweise sind die nicht wesend und modernd. Normalerweise würdet ihr diesen Albträumen niemals den Körper tauschen. Du bemerkst wohl, dass der Schlaf sehr, sehr unruhig ist von den anderen. Selbst Boltax flüstert etwas. Ja, es ist gerade sehr unharmonisch. Kann aktiv nichts machen oder kann ich versuchen, einen Zauber zu wirken? Was willst du denn für einen Zauber wirken? Ich hatte daran gedacht, dass ich hier den mein Dolch anmache. Also Licht aus meinem Dolch anmache. Nein, kriegst du nicht hin. Ich gehe einmal ein paar Schritte auf Boltax zu, knie mich hin und versuche mal zu hören, was er da vor sich hin murmelt. Boltax, du kannst sehen, wie sie an dich herantritt. Sie tut und dir die Kehle aufschneiden. Nein. Nein. Hoffentlich nicht. Iseron und Mendario, ihr dürft eine Sinnenschärfeprobe auf Gehör machen. Und schon verfluche ich mich dafür, herausragender Sinn, Sicht zu haben. Och, die Probe! Oh, Klugheit 9. Und das ist noch viel. Ja, Iseron, du bemerkst wohl, wie... Ja, wenn du mal das Murmeln von dem Bartmurmler wegnimmst, wie wohl tatsächlich etwas über dir flattert. Kennst das Geräusch? Und wenn du dich umdrehst in die Richtung, kannst du ihn auch sehen. Ist nicht unsichtbar. Ein grünlich triefendes Auge, was über dir flattert und nicht unsichtbar ist, sondern fast skelettiert aussieht. Wobei Augen nicht wirklich skelettiert aussehen können, aber dieser Gotongi ist wohl aus einer anderen Sphäre beschworen worden. Und gehorchter Gunitot. Puh. Könnte aber immer noch ein Mischwesen sein, oder weist es gar keine amazurotischen Merkmale mehr auf? Ja, ich könnte jetzt auch sowas wie Magiekunde Dämonologie würfeln lassen, aber nein, es ist wahrlich nur aus Tagunitots Sphäre beschworen worden.
Also es ist nicht unsichtbar. Das wäre ja natürlich auch so das erste Anzeichen eines Amazorat Gotonkis. Und ja, Blackerats kannst du da wohl auch nicht drin erkennen. Oder Leugramot, also das ist wahrlich untot. Ja, dann mache ich sofort unseren Elf darauf aufmerksam. Schaut am Himmel. Das ist eine dämonische Wesenheit. Eine Wesenheit? Ich denke, sie... Also, die normale Form davon macht Bericht. Wenn ich darauf aufmerksam werde, sehe ich es dann? Ja, das Dasa. Das Böse. Okay, es ist mir also als Dämon bekannt. Du hast es noch nie gesehen, aber du spürst auch, dass es einfach nur nicht in diese Welt gehört. Ihr könnt es nicht mit einem magischen Pfeil oder so abschießen. Gib mir eine Sekunde. Sorry. Ihr könnt sehen, wie sich wohl Isarun und Mendario unterhalten und wie sie neben euren Körpern stehen, neben euren Leichen. Erhebe mich dann langsam. Wie hoch flattert er? 6 Meter ungefähr. Also okay. Ungefähr dritter Stock oder sowas von einem Gebäude, ganz grob. Habe ich das Gefühl, von dem beherrscht zu werden? Du hast das Gefühl, dass es ist keine Beherrschung, es ist eher ein Albtraum. Ich nehme ganz vorsichtig meinen Speer-Wanderstock zur Hand. Summe leise vor mich hin. Macht der irgendwas oder flattert er weiter? Er sitzt weiter über euch und betrachtet euch. Ja, dann wirklich eine Botschaft. Und dann springe ich hoch und spieß das Vieh auf. Im Speer? Der Speer. Beschreib die Szene. Ja, wie gesagt, Endarion nimmt sich seinen Speer, auf dem er sich auch den ganzen Tag schon als Wanderstecken stützt, summt ein wenig vor sich hin, fixiert dabei sehr genau diesen Gotongi. Dann geht er in die Knie und springt mit einem sehr großen Satz die 3 Stockwerke in die Höhe und peilt das Vieh an und stößt seinen Speer hindurch. Landet dann vermutlich auf der anderen Seite der Hausruine, in der wir uns gerade angelehnt hatten. Kommt etwas verwirrt wieder zurück. Ich denke, ich habe ihn verfehlt. Ich sehe ihn nicht. Ihr seid gerade da hochgesprungen. Mach bitte spaßeshalber nochmal mit einem Zustechen. Ja, ich mache jetzt keine Modifikatoren rein. Wir werden ja sehen, wie es aussieht. Okay, ich habe gerade keine Waffe hier drin. Ich greife nochmal auf die 24 oder so. Ich mache die 20. Ja, okay, das habe ich mir halt gedacht. Oh, kann ich Chip ziehen? Du hast keinen Schicksalspunkt. Dann hätte ich 5 oder 6 über gehabt. Ja, also du musst halt auch nur einen Schadenspunkt machen, aber das Ding, also Isarun, du hast gesehen, wie es wohl zerplatzt ist und dann so kleine Knochen, die runtergeregnet sind. Und ich habe auf jeden Fall irgendetwas gestreift dort oben, aber ihr seht, ich halte hier meinen Speer unter die Nase, die schnallt sich vermutlich fast dran, weil ich denke, oh, die ist im Dunkeln blind. Seht, es ist kein Blick. Ja, vorsichtig, das ist ein verdammt scharfes Teil. Ihr habt es aber getroffen. Währenddessen werden die anderen mit einem Luftzug allesamt gleichzeitig wach. Was? Wie? Wie hattet schon wieder alle den gleichen Traum wie ich? Ja, doch. Dann werde ich sauer. Bin echt unzufrieden. Immer wenn ich träume, ist es so etwas. Warum kann ich nicht mal schöne Träume haben, wenn ich schon Träume haben muss? Das ist furchtbar. Was ist los? Gleich. Bleibt erstmal hier. Isarun läuft los. Sie möchte nämlich ein paar von diesen Knochensplittern da einsammeln. Ja, kannst du machen. Du weißt grob, wo der saß. Musst da so ein bisschen versuchen, dann zu leuchten mit Fackel, entweder dann beim Magierstab oder sowas. Aber du wirst dann 1, 2, 3 kleine Knochensplitter oder sowas einsammeln können und dann ein Vieh holen. Betrachte sie dabei sehr interessiert. Was genau sammelt ihr dort? Nun, es ist eine neuartige Wesenheit, die nicht so oft gesichtet wird. Das muss man natürlich untersuchen. Es ist verdorben. Das spürt ihr noch, wenn ihr sie seht. Ja, natürlich. Es ist ein dämonisches Wesen. Ganz klar, gar kein Zweifel. Trotzdem müssen wir es analysieren. Denn so finden wir heraus, wie wir es besser bekämpfen können. Und uns vielleicht dagegen schützen können. Wir müssen das Positive in der Sache sehen. Dieses Mal war zumindest kein Krake da. Was ist ein Krake? Du willst es nicht wissen.
Ein Krake wäre schlechter, Carino, da gebe ich euch recht. Ein Krake wäre schlechter. Ich, ich bin schon froh, dass wir jetzt alle wieder wach sind. Ja. Aber sag auch das aber Gefühl, mal, Mendarion, was war denn das für ein Kantus, den ihr da gewirkt habt, wenn es ein Kantus war? Können alle Elfen so hoch springen? Ich weiß nicht, was dieses Wort bedeutet, aber natürlich können alle Fae so hoch springen. Dann erzähl mir mal bitte, was der Krötensprung regeltechnisch macht und welche Modifikationen du brauchst. Also, wie wirken Elfen ihre Zauber? Elfen wirken ihre Zauber, das kommt drauf an. Also, wenn Elfen ihre Zauber wie natürlich wirken, also wenn zum Beispiel ein Elf sagt, Ban-Baladin, mein Freund, und er wirklich an Ban-Baladin reinwirkt, wirkt er ihn meistens ohne jegliche Art von weiterer verbaler oder Gestenkomponente. Wenn sie das etwas bewusster machen, dann summen oder singen sie vor sich hin und manchmal sind auch tatsächlich an die Gildenmagie erinnernde Zaubergesten dort bei. Wie zum Beispiel, man kennt ja den klassischen Armatrutz, bei dem man sich einmal über die Schultern und die Brust fährt. Zum Krötensprung, das ist relativ einfach, man wirkt den und dann kann man ZFB-Stern Schritt weit und ZFB-Stern halber Schritt hoch springen, zusätzlich zu dem, was man normalerweise springen kann. Es ist tatsächlich eigentlich ein Hexenzauber, aber Elfen können den auch. Ja, und man landet vor allem auch immer sicher. Richtig, man kann damit, wenn man gut ist, auch einen Sturz abfangen. Aber bei einer Zauberdauer von 7 Aktionen ist das... Gut. Wie sind die drei Modifikationen normalerweise? Sicht? Konzentration? Lass mich kurz nachschauen. Es müssten Sicht, Konzentration und ich glaube, die verbale Komponente ist als eventuell abgegeben. Weil... DSA-Regeln so ein. Entweder verbal. Konzentration, oder Geste. Sicht, Geste und eventuell verbal oder melodische Komponente. Also steht genauso drin, okay, gut. Ja, also wie gesagt, beim Zaubern aus dem Affekt oder Zaubern aus Selbstverständlichkeit können die wegfallen. Aber ignorieren wir das mal. So. Die Nacht war ja mal wieder scheiße. Hat eben ja besser geschlafen als ich. Wie immer hier in diesen Landstrichen. Mittelreich halt. Was will man erwarten? Was? Also, davor haben wir doch gut geschlafen, den Umständen entsprechend. Ich habe sehr gut geschlafen in diesem Bett. Ich sehe immer nur Dämonen im Mittelreich, wenn ich das mal so sagen darf. Ich muss sagen, immer, wenn ich im Mittelreich irgendwo liege und einen Traum habe, ist der schlecht. Das ist mir noch nie in einer Höhle passiert. Möchte ich nur anmerken. Ich dachte, deine Höhle hat mich nicht geträumt. Voltax träumt manchmal, warum, wissen wir auch nicht so genau. Passiert. Ist seltsam. Wenn es denn Träume sind und keine Visionen. Nun, was ist der Unterschied? Ist nicht denn jeder Traum auch immer eine Vision? Ich glaube nicht. Also, ich bin jetzt keine Traumforscherin, aber ich dachte, Träume sind einfach nur so grober Unfug, den das Gehirn sich eben ausdenkt, wenn es schläft. Genau, und weil ein Zwergengehirn... Manchmal zeigen sie uns, was noch passieren wird und manchmal Bilder von dem, was schon passiert ist. Das ist doch eine Vision. Wenn wir sehr gesegnet sind, sind sie vielleicht eine Botschaft von Madaya. Aber wir sind sie nie. Ist das eure Göttin? Nein. Nein, Telor, nein. Und wer ist Madaya dann? Madaya war eine von denen, die aus dem Licht traten und erkannten, dass dies ein Fehler war. Doch ging sie nicht zurück ins Licht, sondern bettete sich zum Schlaf. Und so wie sie träumt, werden uns manchmal Botschaften von ihr im Traum gewahr. Also eine Ahnen? Nennt es so, wenn es euch hilft. Naja, also ich weiß nicht. Wenn die ganze Zeit schläft und träumt, dann kann sie ja nichts machen. Klingt verdächtig nach Mada. Natürlich, die sprachliche Ähnlichkeit ist mir auch schon aufgefallen, allerdings träumen? Oder ist die Frau einfach sehr müde? Sie trat nicht aus dem Licht, sie brachte uns die Magie. Euer Tabura, das kann ich euch versichern, ist nichts, was Madaya euch gegeben hat. Ja, aber wir kriegen unsere Kraft von den Elementen, das ist doch klar. Von den Praxen von Mada. Eure Kraft erwächst daraus, dass ihr die Elemente zwingt. Nein, sie erwächst aus einem Pakt mit dem Elementarherrn, den der erste Geode getroffen hat. Ach, wie dann noch, das ist doch Blödsinn. Erzählt mir mehr davon. Also nachher...
Ich kenne von dem, was ihr tut, tatsächlich nur wenig. Nur die Tabuchart der Menschen ist mir bekannt. Nach der Versklavung der Elementargeister durch diesen furchtbaren Drax. Da empfingen mehrere tausend von uns ein Traum. Ursprung der Überlieferung nach vereinten Seelen der Urväter und durch den Schatten früher verstorbener Seelenbrüder oder der Erdenmutter Sumu selbst. Und so zogen eine Handvoll von uns aus und schließlich unter der Führung des legendären Brandan. Da bahnte sich uns der Elementarherr. Einer der Elementarherren, wohlgemerkt. Wir empfingen eine Vision, wie wir die Gemeinschaft der Zwerge vor den Drachen schützen konnten. Und so gingen die ersten Geoden aus diesem kleinen Kreis hervor. Hüter der Erdkraft und der Natur. Eben die Kundigen der Erde. Das sind wir. Alles beruht auf diesem Pakt, den Brendan einst Elementarern geschlossen hatte. So ist das gewesen.